Erik, warte, ich will dir was geben. Streck deine Hand bitte aus. Eine Uhr. Danke. Damit kannst du das Hand zumindest einfach auf Superkräfte aktivieren klickst. Super-Erik! Wir sind die Superhelden, Jungs. Ich bin jetzt einer von ihnen? Krass. Also gut, Kinder. Ihr macht mit der Deutscharbeit weiter. Timo darf aufstehen. Auf ihn wartet jemand. Ganz spezielles. Ja, ich bin euer Lehrer. In Aggressionstraining. Weil mir ist aufgefallen, du schlägst auf einen Ausländer ein, rastest dann aus, wenn du welche siehst. Da ist noch okay, deshalb musst du dein Training. Also dann, tschüss, Lena. Also, hoffentlich gefällt's dir hier. Ganz ehrlich. Boah, wieso hast du dich angemeldet? Da ist eine Freizeitverschwendung hier! Ah! Spinnst du? Boah, nerv mich nicht! Drehst du das Hölle ab? Ganz ehrlich? Spinnst du eigentlich völlig? Das wollte ich mir, das tut mir leid. Sorry, ist schon gut. Es geht in dein Training. Warte mal, Lena. Willst du in das Zimmer der Jungs reinplatzen? Das Zimmer der Mädchen ist andersrum, also in die andere Richtung. Ist alles in Ordnung? Ich helfe dir auf. Danke, weil, ja, ich muss in diesem Training, weil ich Neger ausraste, weil ich auf Neger einschlage. Also ich bin Timo und ich bin 16 Jahre alt und so, ja. Ich bin Lisa und ich bin 14 und das ist meine Freundin Lena. Wir sind zusammen, wir sind lesbisch. Ja, bitte verurteile uns nicht, weil... Seitdem ich was in diesem Training erwähnt habe und gesagt habe, da kannst du gut reinpassen, ist sie voll aggressiv irgendwie. Verstehe ich auch nicht. Ja. Tja. Ja, ich bin auch schwul, ich habe auch einen Freund, aber das tut nichts zur Sache. Ich muss jetzt dann ins Training gleich rein. Danke, dass du mir aufgeholfen hast. Weil, ja, hat schon weh getan. Also dann. Tschüss. Ich gehe jetzt nach Hause, weil,
Ja. Das wird meine Mutter bestimmt total aus, wenn ich zu spät nach Hause komme. Okay, tschüss. So. Jetzt kann ich in mein Training gehen. Also gut. Timo, Wir wir sind sind ja ja der der Dreckträger, Dreckträger. wir Wir sind sind ja ja der nicht der Dreckträger. Dreckträger. Diese Scheißnäger hier! Ihr Schottdrechsler hier! Hast du was die Unhälter? Hast du da mal in den anderen gebissen? Ich hatte diese Scheißnäher so sehr hier, Alter! Ihr Scheißdrechsler hier! Schmutz so sehr laut! Das ist aber nichts. Der kommt ja so für Deutsche schon wieder. Was hast du gerade gesagt, du Scheiß-Drecksnäger? Ich schwör's dir, Alter, ich bring dich um! Du bist schon Gefälligkeitsgrad hoch 10. Sagst dir, du kannst ja ins Gefängnis kommen, das ist eine Straftat. Andere zu drohen, sie umzubringen. Ja, der hat mich beleidigt. Was ist eigentlich eine Hutpille? So, ich hab dir noch nichts davon erzählt. Das werden die anderen erwähnt haben. Ach, ich bin so glücklich, hier zu sein. Ich habe gehört, Timuin Aggressionstraining, der Rüneger. Wer ihn zum Ausrasten bringt, kriegt 5000 Euro. Der Verlierer, der ihn nicht rechtzeitig zum Ausrasten gebracht hat, muss den Gewinner 5000 Euro auftreiben. Die kann ja auch aus der Bank klauen. Rüdiger, bist du damit einverstanden, Simbala? ってる。